Herr Well, wie überraschend ist für Sie der Rückzug von Gerhard Poschner? Ja, dass das jetzt so schnell gegangen ist, hat mich eigentlich schon überrascht. Ich habe natürlich gemeint, ich habe gehofft, dass das schon früher passiert, aber es ist halt erst ein bisschen spät, aber trotzdem ist es nie zu spät. Rechnen Sie noch mit einem juristischen Nachspiel? Ja, ich befürchte es schon, aber das war natürlich das war wirklich charakterlos vom Poschner, wenn er jetzt noch vor Gericht gehen würde, für das, was er alles bei uns verbraten hat, und dann noch gegen einen Verein vorgeht, das war also für mich unter die Gürtellinie. Wer wäre jetzt Ihre Wunschlösung auf die Nachfolge von Gerhard Poschner? Gerade wenn das natürlich mit Magath nur aktuell ist, könnte ich natürlich sehr gut damit leben, wenn Felix Magath kommen würde, als was auch immer, als Oberchef oder wie, aber wer auch noch für mich in Frage kommen würde, war halt Micky Stevic. Warum? Ja, weil Micky Stevic eigentlich wirklich super Kontakte hat, weil er den Verein perfekt kennt, weil er ein guter Typ ist und weil er schon den Anspruch hat, dass man eigentlich nach oben der 60 in die erste Liga kehrt und dass er alles dafür tun würde. Könnten Sie auch mit der Lösung Nietzsche eigen leben? Ja, Nietzsche ist ein super Kerl und auch ein Liebe und so. Ich weiß auch nicht, ob diese Nummer jetzt vielleicht am Anfang noch seiner Karriere vielleicht zu groß wäre für ihn jetzt.